Okay. Once upon a time, there was a fluffy white sheep. The sheep fed on nightmares, so it lived off of the nightmares of the humans around it. But one day, the sheep grew tired of the taste of nightmares. Just then, it saw a girl having a wonderful, happy dream. The sheep secretly ate her happy dream. It was delighted by the taste. But the girl whose dream was stolen became little more than an empty shell. The end. Das ist ja mal eine kleine Geschichte. Ja, huhu, Heinz Karl, wie geht's dir? Hatte gerade ein wichtiges... Oh, sorry, hab nicht gehört, mir geht's gut. Und sorry, Raven, natürlich, wichtige Telefongespräche gehen vor. Sehr gut, hast du alles klären können, Raven? Und wie geht's dir, Heinz Karl? Sehr schön, dass du dabei bist. What was I born for? Why can I eat people's dreams? Is this okay? Is it okay to just eat them? I better go to bed. Ja, wenn man gute Träume frisst, da finde ich das jetzt nicht so okay. Hey ho, Heinz Karl. Ja, und selbst bei mir geht's. Bei mir geht's. Heute wieder. Wir haben immer so Spikes und so Tiefen. Und heute ist es so, glaube ich, so ein Mittelding. Ich habe schon ein bisschen meine schlechte Laune abgelassen. Deswegen ist es ganz cool. Aber ich bin immer so ein bisschen benommen, wenn ich nicht so ganz zu 100% richtig krass happy bin, dann bin ich immer so ein bisschen benommen. Also nicht benommen, sondern wie heißt, nennt man das? Bisschen ruhiger irgendwie. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, was ich gerade gesagt habe. Aber sagen wir es einfach mal so. Hat's a little big on me. Well, it shouldn't matter. Hey, can you really just take those? That guy was just sleeping. Sure I can. I mean, I left him my clothes, didn't I? And I blew near all our money on our new clothes. Well, okay, but those clothes didn't they get really stinky when you fell in that horse stuff last town? Can't complain when it's on the house. Ach, das sind die beiden. A badge. What's that? These are our guards, where you're telling me that dump-looking doofus was a guard? A guard for a pleasure resort? Harold! Close but no cigar. It says Harold, so Harold be my name here. Hellbergs. That probably is easier for you to remember. Gotcha! Ja, ging alles gut. Ging nur um die Arbeit. Ah, sehr schön. Oh. Da war Wassergeplätscher im Hintergrund. Wonderful. Wonder if they recognize my face. I did try to mimic his hair. If we're lucky, we might even get to stay the night in this resort. But any hitches and we're making our gateway. Got it? What kind of place is it? It's got fun and games. Fun games? Hooray! Don't get too wild now. Aber wir haben jetzt auch direkt, ihr seht das ja ein bisschen im Hintergrund, das hier ist der Hintergrund mit den beiden. Ich wusste nicht, dass der auch noch blaue Haare kriegt, aber finde ich, steht ihm viel besser. Blaue Haare sind immer geil. Die sehen cool aus. Die wollen nicht mit uns sprechen, kommen wir da trotzdem rein. Welcome to Azure Town. This is our prized resort, but only authorized person are allowed inside currently. So, who are you? Name yourself. Yes, no. 3055 Harold Redford reporting for duty. No, 3055 Harold Redford. This must be the new guard that was to start today, brother. Aha. Aber das kleine Mädchen ist vollkommen okay, was dabei ist, ne? Huhu, Heidi, wie geht's dir? Schön, dass du dabei bist. Harold, how old are you? 18, sir. I see. If I might say, your eyes seem so mature for a man of your age. Good eyes. Eyes that have stared down death and made it out alive. But still, no alcohol. That get you fired on the spot. Who's that child? Iffy, I am Papa's...
This is my little sister Fina. Ah, you don't look anything alike though. We don't look alike either, so we shouldn't speak ill of these siblings now, should we? In what way do you not like look alike? Is it alright if I ask you something? Certainly. Would it be possible for us to lodge a while at the resort? Perhaps it's best you ask the manager. Have you some meat? Actually, we're looking for our mother. Our dad already passed away, so we left home without hesitation, and now we're traveling to find mom. But we need money for that, so I just have to keep taking brief jobs like these. I see. It would be perhaps too costly to go to an inn in terms of both time and money. What a thoughtful youth. Personally, yes, I would gladly accept. I firmly believe that the manager will allow it as well. Thank you so much. If anything should come up, feel free to count on us. I am the elder brother Tom. I am the youngest brother Mars. Okay, thank you again. May happiness come to you. Oh, deshalb, die sind ja mal so. Mir geht's gut, sehr schön. Du, ich vermute, dass du damit sagen willst, dass du wieder zurück bist, David Anderson. Willkommen zurück. Ich mag die, die sind cool. Das sind zwei Wölfe, die sind cute und die sind voll nett. 1A Charaktere. You're 18, Papa? No, that's drinking age. Found the guy's age along with his badge. Oh, and those dogs could talk. That's so cool. They're not dogs, they're humans. What? People used to have all kinds of categories and races depending on how you looked. But now we just call everybody humans. So what's different between those guys and dogs? People walk on two legs and talk. Anything else is an animal. About the only creature that look human but aren't called it these days are dragons. What difference between dragons and humans? I guess that dragon can use magic and people can't. People can't eat lies or be immortal or pass through walls and floors. And a human head doesn't spit fire when they are half asleep. Let's look for the manager. Forget to ask what they even look like, huh? Was wohl sonst? Keine Ahnung. Lots of books. Keine Ahnung. Deshalb. Oh, da steht was. The newspaper here has a big headline. Phantom Thief strikes again. Das ist eine Anspielung auf Persona 5. Sehr schön. Lots of Booksy. Noch mehr Lots of Spooksy. Kann man hier durch? Ist hier ein Raum? Ja, voll cool. Ist ein Casino, ne? Wie findet ihr das so im Vergleich zu den letzten? Es sind ja sehr. Ich glaube, es sind hier mehr Räume. Ich kann mir vorstellen, dass das eine größere Map wird. Sieht auch cool aus. Wir erstmal ein bisschen Alkohol trinken lassen und uns feuern. A large stock of alcohol. Large stock of alcohol. No, kein Alkohol für uns. Wir dürfen nichts trinken. So. A lot of books. Ach, Mann, oh, nichts zu entdecken hier. Ich will nochmal die Legendary Waffe, Leute. Ich will die Legendary Waffe. Warum wohl? Weil ich ein faules Müffelstück bin? Was gerne hätte, dass das Spiel sehr einfach wird. So, hier sind keine Blumen, 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 keine Blumen, keine Blumen. Okay, nee, hier sind keine. Hier ist keine Magic-Waffe. Sind hier die Fenster anders? Nö. Hallo an alle. Sicher? Persona hat Phantom Thieves ja nicht erfunden. Stimmt. Stimmt, stimmt. Okay, dann sagen wir, dass es nicht unbedingt so sein muss. Sieht so aus. Expensive looking alcohol. Das sieht so ein bisschen aus, als ob hier ein Geheimgang wäre hinten dran, ne? Ach, überall. Gott, Big Lion, Dragon Aura. Ach, wir haben was gekriegt. Geil. Aber von wo kommt die denn dann, Multimirror? Die Phantom Thieves. Oh, da ist jemand. Oh, we do have customers. This isn't a place for games. Wow, look at the size of those. Pardon me, I'm Harold, and I'll be working here as a guard for a little while. I was looking for someone, the manager, but you see, since I'm new, I'm not even sure what kind of person I'm looking for. Oh, is that right? The manager is a woman with bandages around her face. I think you know her right away once you see her. I see, thank you very much. I heard this new guard was a younger kid, but you look pretty mature. It's an honor to hear you say so, miss.
Haha, she went out a bit ago, so she might not be back quite yet. She's never gone long, so perhaps you bump into her if you just walk around. I must mention, we do get quite a few unruly guests, but good luck with the job. Yes, ma'am, thank you. Bap, bap! There's a stash of money. Stealthily take it, snuck it into your clothes. That was for orphans. Oh. Ich hab's wieder geklaut. Ich hab's wieder geklaut. Ich bin ein kleiner Frechdachs. Ich klaue immer alles, weil ich mir denke, ich krieg dann immer ein Achievement für. Warum nicht, ne, Leute? Warum nicht? Oh, was ist das hier? 30.500? Das war wahrscheinlich das Legendary Sword in diesem Ding, ey. So krass. Viel Money. Oh, so viele Türen, ey. So viele Türen, so viel zu entdecken. Werde ich bestimmt die Hälfte wieder vergessen. Oder denkt ihr, es kommt noch ein Legendary Sword? Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Hier ist alles auf, ne? Sehr sicher. 1A Sicherheit hier an der Stelle. Ah, ich komme nie durch diese kleinen Lücken. Das kann mir im echten Leben nicht passieren. Im echten Leben komme ich durch jede kleine Lücke durch. Weiß jetzt nicht, wo es als erste vorkam, aber Phantom Thieves ist eher so eine Troop. Weiß jetzt das deutsche Wort nicht, sowas wie Klischee. Ah! Okay. Got Sarah the Knife and Small Tart. Okay, wir haben schon ein bisschen was eingesammelt. Dann gehen wir mal gucken, was gut ist. Wir nehmen mal Big Liar. Big Liar hatte ich schon letztes Mal. Ich glaube, das ist auch ein spezielleres Item, was man nicht immer findet. Und sie kriegt immer Essen zum Kämpfen. Dragon Aura, sehr schön. Das ist schon wieder richtig stark unterwegs. Multimera wusste ich tatsächlich gar nicht, deswegen habe ich das so gesagt. Aber vielleicht ist es trotzdem eine Anspielung auf Persona 5. Wer weiß, wer weiß. Aber es sind gar keine Leute hier. Das ist schon mal ganz gut, dann kann ich mir zu jedem eine Stimme. Aha, das ist also eine verschlossene Tür. Das finde ich jetzt aber nicht so schön. Ich habe jetzt das hier habe ich durchsucht. Sie ist draußen meistens. I'm full Mars Order Product. Come to me in times in trouble. I will help you to the best of my ability. So, wir wollten doch jetzt diese Chefin treffen. Ich hätte gedacht, die wäre kurz draußen. Kennst du Kaito Kid von Con? Sowas zum Beispiel. Ah, ja, ja, den kenne ich, den kenne ich. Ich finde Kaito Kid ziemlich cool. Ich stehe jetzt gerade schon wieder. I'm Mars, I'm the younger twin. Anything which my brother does not know, I often will, so please inquire. Okay, also man können die beide um Hilfe fragen, wenn wir mal nicht wissen, wie es weitergeht. So wie jetzt, aber im Moment wollen sie uns noch nicht helfen. Kann natürlich sein, dass es trotzdem eine Anspielung ist, ja. Der something. Ah! Leute, ich habe sie wieder gefunden. Ich habe es wieder gefunden! Die Legendary Knife und das Legendary Macaroon. Ich hab's gefunden. Diesmal war es schwieriger zu finden. Diesmal war es wirklich schwieriger. Eigentlich Zufall. Für mich geht's jetzt los. Ich wünsche dir viel Spaß, Lai-Eat und allen anderen beim Zuschauen. Tschüssi! Shadowmaster, tschüssi! Viel Spaß dir bei deiner Omi. Auf das ihr eine schöne Partyzeit habt und iss ordentlich was. Ciao! Moin und ciao, Shadow. Viele das erste Mal, wo sie Shadow gesehen haben und direkt auch das letzte Mal für heute. Ach, da ist eine. Ach, das ist immer noch nicht sie. Das ist ein Junge mit Katzenohren. Und da hat sie das Spiel wieder kaputt gemacht. Wie? Ja. Skycrack, ich mach doch das Spiel nicht kaputt. Wenn mir das Spiel eine überpowerte Waffe am Anfang gibt, wer wäre ich denn, sie nicht zu nehmen? Es macht doch auch Spaß so. Sorry, Multimera, hallo, ich musste mich vernünftig anziehen. Aha, hast du dich schick gemacht? Ich habe, boah, ich war gerade so verwirrt, weil meine Webcam hat gerade so gelb geschienen und ich dann so, hä, ist irgendwas mit meiner Webcam falsch? Keine Sekunde drüber nachgedacht, dass ich neue Beleuchtung habe und die gelb ist. Richtiger Profi. Ich habe mich heute auch schick gemacht, Leute. Ich mache mich immer schick für euch. Zumindest ein bisschen schick. Ich habe auch oft Schuhe an, wenn ich streame. Weil ich finde, das hat eher so diesen Vibe. Irgendwie. Ich muss das Spiel kaputt machen. Oh, Visitor, still getting ready here. Sorry to interrupt, I'm Harold. I'll be working here as a guard briefly.
Harold. Alright, gotcha. I heard about ya. If you want a manager, she should be back soon. What's this manager like? The manager looks real sour, but she's got a good ass. She's got a good... Okay, den muss ich, glaube ich, anders sprechen. The manager looks real sour, but she's got a good ass and damn legs. Whoa, another one. Didn't see you there, shorty. And I'm sure surprised to see you've got a kid. You knew I wasn't Harold from the beginning, didn't you? Yeah, 'cause I'm a friend of his. Curse, he's a loser and an awful trunk. So truth is, I hate his guts. Yeah, he never really, never really a good combination. Don't worry, I won't tell nobody. Heck, I'm thankful you're here instead of that jerk. But maybe I'll be in trouble. I know I make a prank call. You're just like hell. Say what, Rond? How's this guy like me? Huh? You are... Hey, batch of guys, list your three favorite things. Oh, the name's Lucas, and I guess I like beer, money, and women. See? The same. No way, this guy's a womanizer. Me? I'm what you call a gentleman. Got that backwards, bud. You're picking a fight? They're exactly alike, but maybe that doesn't mean they can't get along. Hey, Mr. Lucas, what else do you like? Oh, well, give the job I do. I like seeing people be happy in fun-filled places like this. What the heck's that? You lied, get on it, Rond. Enough with the Rond stuff, call me Evie, it's my name. Schick, schick. Lukas, mein Geburtsname, bist du auch so eine? So ein, wie heißt es, Womanizer, hat er doch gesagt. Hat er doch gesagt. So, this girl could make lies manifest and eat them. You told a lie, so it appeared as a monster. So you actually hate seeing people happy? I see. Not so much hate. I just don't care. I gotta admit, people's sorrow seems a bit more on the interesting side to me. What a weirdo. Hey, look who's talking. I say the same of you. Would other people's misfortune actually make equally happy things to me? Sounds like a pretty loosey way of thinking. Hate it. Boy, you're weird. But when hell gets sad, it makes me sad too. Seriously, then you're a weirdo too. Oh, sorry, all weirdos here. Hooray! So, it's the tiny one, a dragon or something? Whoa, correct! Yeah, well, we sort of got one of our own. A dragon, you mean? Well, it's a kid the manager picked up somewhere a couple of months ago. He eats dreams or something, and only dragons can do that kind of magic stuff, right? Curse, never seen it myself, and the manager says he's a human, not a dragon. A dream-eating dragon? The cops never got on your case for hauling a dragon around. Hey, it's not like we're doing anything wrong. I only take her along because she's unruly and she does weird stuff. Gotcha. Oh, dang, I gotta clean up before I get in trouble again. Alright, beat it, guys. Manager got me back by now. Yeah, good luck. I don't need a guy like you cheering me on. Hab gerade geguckt, ein anderes... So, Hab gerade geguckt, ein anderes Wort für Phantom Thief ist wohl auch Gentleman Thief. Aha. Oh, da habe ich Womanizer. Ich nehme lieber Kerle mit mir mit. Ach, ein Menizer also. Auch gut. was soll ich nochmal? Gentleman Thief, finde ich, gibt es eine ganz lustige Geschichte. Wir hatten mal einen in Deutschland irgendwie. Der hieß der Gentleman Thief. Der ist immer eingestiegen. Das war so ein älterer, ich weiß nicht, ob er zu der Zeit noch älter war, aber der war anscheinend voll höflich und hat auch nie irgendjemand was angetan, aber er hat halt so Banken und so überfallen. Und das finde ich irgendwie super lustig. Da müsste ich mal, ja, ich meine diesen Gentleman-Bankräuber, den meine ich.
Maybe that intel that there was a dragon in town was right. Gathering info in this time. Yep, info on dragon sells well. Plus, we might even learn a thing or two about you. Really? Really? What's got you so happy? Wonder if that manager's back. Let's look around some more. Hier ist immer noch niemand. Jetzt muss ich nochmal überall gucken. Ach nee, hier ist schon niemand. Ist das die Managerin? Skygreen. Ah, wer? Skygreen, du kennst auch jeden. Ah, es gibt... Stimmt, ich hab's ein bisschen schlecht erklärt. Aber es war auf jeden Fall mal so eine... So ein Typ, der ist halt immer eingebrochen und der war so, der wurde auch überall in den Dingern immer bekannt unter Gentleman Thief oder so. Weil der halt einfach nie jemand was angetan hat und total höflich war auch bei seinen Überfällen. Zum Beispiel hat er immer, wenn er dann einen Überfall gemacht hat, hat er immer die, wenn es zum Beispiel eine Frau war, die ihn da dann an der Bank erwartet hat, war er immer sehr höflich zu ihr und hat gesagt, Ihnen wird nichts passieren, legen Sie mir einfach das Geld da bitte rein, und dann ist er irgendwie abgefahren. Also ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber der war auf jeden Fall für einen Dieb war er sehr, sehr freundlich. Oh, what do you suppose I'm about to transform into? A penguin! I see, indeed, it's a guess as good as any. You'll see that there's nothing up my sleeve. 3, 2. What are you really gonna turn into a penguin? I wanna be one too! 1. Lol. The answer was a sheep. Rare, that woman. She vanished instantly. How? I was watching. Ta-da! So, are you a customer? No, surely not. To be inside at this time. You're a trespasser. Ow! Wah, miss, why? A little girl. Ah, Tom and Mars told me about you. Sir, you're the little sister of the new guard. Okay, das klang davor so, als hättest du ihn persönlich gekannt. Skycrack, willst du uns was sagen? Raven, viel Spaß im Lurk und vielen Dank für deinen Lurk. Uff, ist die so eine Sardung? Ich habe keine Ahnung, wie ich eine Sardung war, so wie ich so eine Frau sprechen soll. Mein Gott, muss schnell zur Baustelle. Okay, ich hoffe, es läuft alles gut. Okay, ich trinke noch ein Schlückchen für dich, Ram. Dankeschön, dass du immer an mich denkst beim Hydrieren. Warte. Back for your life. Oh no, I meant to say I've been mostly impolite. Apologies, I used to be an executioner. I still have some habits. And you struck me as exceptional shady, so are you hurt? No, it's fine. It's really my fault for making such an abrupt request. You mean lodging here? Oh, not at all. There are guest rooms on the second floor which you may use. We have spare rooms, so yes, you can certainly use the far room on the west side. Your main duties as a guard are to patrol the interior and prevent trouble between guests. But there are occasionally some rowdy, hot-blooded ones. Report those to me, please. So you can transform them? No, so that I can bring the whip down upon them. I'm really in your debt. Oh, I should introduce myself. I am Sophia Joannel, and to my right is... I'm William. You can call me Will. Will, are you a dragon? No. I have horns, yes, but they're sheep horns. Oh, so they're different. Well, I have other preparations to make, so if you excuse me. Bye-bye. Der Name des Bankräubers ist Rainer Laux und er war bekannt als Zorro, der Gentleman-Bankräuber. Das fand ich einfach, finde ich, eine geile Geschichte. Tomato mit Peitsche. Hat 13 Banken mit einer ungeladenen Kapistole ausgeraubt und nie wurde jemand physisch verletzt. Aber psychisch.
Nee, war Spaß. Aber der ist irgendwie total sympathisch, fand ich. Hey, Rund, if you straight up ask someone if they are a dragon, they won't just say yes. Why not? I keep telling you, dragons are rare creatures. Since they're rare, bad guys target them. That's why they usually hide it, you know? The police guy can be more open about it, because they're strong enough to protect themselves. Ich kann heute sau schlecht diese hohen Stimmen, aber was ist heute mit mir los? Yo, habt ihr schon gefunden, nachdem ich höflicher Bankräuber gegoogelt habe? Hab doch gesagt, er ist gar nicht so unbekannt. Nicht nur eine Sache, die ich kenne, ist auch generell nicht so unbekannt, Leute. Ich erzähle euch nur die newsten News. Wir sind besser als die Bild hier. So, eigentlich ist es keine neue News, muss ich zugeben. Ist ja schon ein bisschen länger her. Ich glaube, heutzutage würde sowas auch nicht mehr funktionieren, weil... Ja, keine Ahnung. Kann mir nicht vorstellen, dass es heutzutage noch mal so jemanden gibt, der das so macht. So Gentleman-mäßig. But you never really stop me from telling people I'm a dragon, huh? I don't like this conversation. Let's find a room and rest. Hey, for real, tell me! Wir haben die Legendary Knife. Kriegen wir jetzt diese Nacht Albträume? Oder welche sind denn unsere Räume? Die hat uns doch gar nicht gesagt. Wow. Wie jetzt? Was ist das denn? Jetzt müssen wir jetzt in jeden Raum rein und dann warten darauf, dass sie uns sagen, welchen Raum wir... Hat die was gesagt? Ich stehe gerade einfach mega auf dem Schock. Ich komme wieder durch. Diese Gänge sind ein bisschen zu doof. Okay, nee, hier auch nicht. Aber die Musik ist immer ziemlich geil dafür. Oh, jetzt. Ich hab's. I've got work to do tonight, so I'm gonna rest some. If you don't bother anybody, you can wander around and have some fun. You're gonna work? Cause I came here as the God Herald, see? I'm no pro at impersonation, but it's not hard if it's my first time meeting these guys. Don't tucker yourself out. You mean physically or in terms of flying? Both. Right, gotcha. If you leave the resort, don't head into town. Place is huge as hell. Oh, and here's a snack. Eat it when you get hungry. Yay! Schneckity, schneck, schneck. Nach was schmeckt dieser Lolli? Das sah irgendwie ein bisschen komisch aus. So grün-gelb. What? I wanna play! Let's play! Nah, I don't wanna spend my energy on you. Let's play! Not happening. They give me something sweet to eat! I just did. Some more! Just a little! Stop shouting, you're making my ears ring. Please! Alright, fine. Here now, go play elsewhere. Hooray! What? I'm not giving you any more. Yes, some too, hell. Sweet things make you happy. Sure, thanks. Even though this candy was mine to begin with. Okay. So, muss kurz aufs Klo. Bis gleich, ihr Lieben. Bis gleich, Skycrack. Wir laufen jetzt mal wieder mit ihr alleine rum. Immer sehr sicher. Mit einem kleinen Kind alleine. Okay, hier ist nix. Ich will jetzt mehr Snacks. Mehr Snacks. Ich frage mich, wann die ersten richtigen Lügen kommen. Hier ist halt so teurer Alkohol. Ich frage mich, wem das Zimmer gehört. Das ist ja das einzige Zimmer, was ein bisschen Besonderheiten hat. Ah, nee, das auch. Aber da war doch gerade eben noch diese Tuse. Ach, hier ist der Drache. Moin, Mundel. Wow, Werbung. Jetzt hast du mich wieder mit 0,02 Cent unterstützt. Vielen Dank, MacMondel. Wie geht's dir so? Jetzt höre ich auch Tomato. Oh, Mist. Jetzt habe ich schon gelabert. Danke dafür, dass du die Werbung angeschaut hast, dass du hier geblieben bist. Ja, für die 0,02 Cent. 0,02 Cent sind es ungefähr. Ich dann krieg... What is it? I wanna play! Let's play! Let's play! Sure, okay? Let's play, play. You asked if I was a dragon before, right? Yeah? If I were a dragon, would you know why I was born or why dragons are born? I don't
animal. Even the dragons I know haven't told me that kind of stuff. Oh, like me, I can eat lice, but even I don't know why I can. You eat lice? So you're like me. You eat lice too, Willy? Well, not lice, something else. I can eat them because nothing else makes me full. But I don't know why I'm able to either. I don't know. That's okay, I might take a while, but you'll find out. Really? Papa's a big liar, but I won't lie to you. I try to find out, so don't look so sad. Okay, thanks. I do what I can do. It's something I don't know about myself, after all. By Papa, do you mean that big man from earlier? Keep it a secret. I called him Papa. I get in trouble. Okay, it's safe with me. Sometimes I call Mrs. Sophia Mom, too. Oh, good. So it's not just me. You must really like your dad, huh? Yeah, I love him a lot. I can tell you have such tasty smell. Forget I said that. Said what? Which thing? Nothing. I need to get ready, so I'll see you later. Okay, bye-bye. So, du hast alles gehört. Sehr schön. Du hast kein Abo mehr. Danke für die paar Cent. Für die 0,22 Cent. Wir werden richtig rich, Leute, ey. Mit Werbeeinnahmen, ganz ehrlich. Wenn ich den Euro mal voll habe, mache ich hier richtig krass Werbung. Oh, was geht denn hier ab? Also Flipmol überrollt meinen Kanal mit 31. Ich hab gedacht, ihr. Uff. Ich hab als erstes nicht. Hallo, meine lieben Raider. So, ich bin gerade ein bisschen. Hallo! Sharpeater 133 Mark Tomaten. Ich bin ein bisschen. Uff. Hallo, meine Lieben. Hattet ihr viel Spaß zusammen? Uiuiuiui, das ist so viele Emotes auf meinem anderen Bildschirm. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich versuche mal mit dem Chat hinterherzukommen. Jetzt habe ich aber. Ich wundere mich, wieso ich nichts höre und hatte den Stream auf Mute. Tales of Little. Soll das bedeuten, du magst mich nicht? Kann das vielleicht sein? Tomato! Das neue Game ist mega. Ich habe kein Sommerkleidchen an. Es tut mir leid. Du hast mich gefragt, ne, ob ich heute ein Sommerkleidchen. Ich habe heute kein Sommerkleidchen an. Ich habe nur eine normale Hose an. Tut mir leid. Ich habe kein Kleidchen. Wenn du. Wir wollen ja auch nur das Foto. Nee, das Foto kriegst du nicht. Das habe ich ja schon gesagt, dass du das Foto nicht kriegst. Du willst immer nur. Du willst. Ich kann da nicht allem ins Sprechen. Du kriegst auch kein BH. Sie hat Herbstklamotten, schön grau und schwarz. Stimmt gar nicht, es ist alles hier schön bunt. Guck, da sind ganz viele Streifen drauf. Skycrack? Skycrack ist, glaube ich, gerade kurz mal auf der Toilette. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Einmal bitte ein Poll, ob wir ein Foto im Sommerkleidchen kriegen. Ey, das ist so frech hier. Er ist zu gierig. Ja, er will immer alles auf einmal, immer. Zeig mal näher, Tomate. Du meinst jetzt das hier? Ah, Murat, danke schön für deinen Tipp. Den habe ich jetzt erst gesehen. Jetzt habe ich im Prinzip mal deine Werbung geschaut. Dankeschön. Multimirror. Sommerkleidchen. Hier wird gerade geflirtet, oder was? Wie sie. Oh mein Gott, das war nicht so. Das war. Oh Mann, guckt. Hier, das ist bunt. Das sind bunte Streifen. So, mein Gott. Multimirror, es ist immer so. Beim Tales of Little All wird immer geflirtet. Vielen Dank für die Leute, die mir jetzt auch gerade gefollowt sind. Ich habe es jetzt gar nicht so richtig gut mitgekriegt. Ey, Oaka, danke schön für dein Follow. Sharkita, danke schön für dein Follow. Danke schön. Wir sind Schmutzfingchen. Hier wird nicht geflirtet. Ganz ehrlich, aber der Fokus auf die Brüste war nicht. Manchmal denke ich kurze Zeit nicht nach. Manchmal denke ich wirklich. Kleinvieh macht auch was. Vielen Dank für dein Follow. Ja, hier wird nicht geflirtet, hier wird angeschaut. Hier wird geredet, Leute. Fokus auf Brüste. Gucken wir nicht mehr. Jetzt. Bitte, Leute, nicht für Ja abstimmen. Ich will kein. Vor allem, er will ein Bild von meinem Lieblingskleid. Und wenn ich da ehrlich bin, will ich davon kein Bild verschicken. Ne? Bin hier wohl richtig. Aber, Leute. Gleich gibt's hier überall eine Route. Einmal Gott durch den ganzen Chat hier. Ihr hättet gerade eben mich hören müssen, wie ich die Sachen vorgelesen habe. Dann wüsstet ihr, wie krass gut ich das machen kann. Dann mach es nicht. Paul ist nicht verpflichtend.
Wie sieht's denn aus? Ja, natürlich, mir doch wurscht. Es war doch klar mit euch, Leute. Aber nochmal vielen, vielen Dank für den Raid. Dich einfach verlassen. Wie weit seid ihr denn im Spiel gekommen? Seid ihr ein bisschen weitergekommen? Ihr seht, ich spiele ein ganz süßes kleines Pixelspiel. Also wahrscheinlich genau das Gegenteil von dem, was ihr gerade eben... gespielt habt. Ganz am Anfang, weil ich mich rumwusch. Uiuiui. Dann trinke ich mal noch mal was. Dankeschön, David Van Anderson, für dein Anlösen. Natürlich acht Leute, die dafür gestimmt haben. Du bist zu dumm, das zu tun, was du... Dankeschön, David Van Anderson. Wohlfahrtstrack, das ist kein bindender Vertrag. Und du, nicht nur du kriegst ein Foto, wenn ich ein Foto schicke, dann kriegen das alle auf Discord. Bist du vielleicht ein bisschen egoistisch? Tales of Little Earth, kann das sein, dass nur du das Foto... Das war doch kein Deal. Retro ist cool, sehr schön, dass es dir gefällt. Das ist so ein Indie, ein kleineres Indie-Spiel. Also es ist gar nicht wirklich Retro, es ist nur auf Retro gemacht. Es geht um eine Welt... Jetzt müsst ihr mir mal kurz folgen, weil es ist ein bisschen speziellerer Plot, wo es Drachen gibt und diese Drachen haben irgendwie andere Fähigkeiten und dieses kleine Drachenmädchen, was wir hier gerade spielen, das kann Lügen fressen. Und das wird auch nicht von anderen Sachen sein, das kann nur Lügen fressen. Deswegen gibt es da manchmal coole Rätsel dabei. Moment, wenn ich ein Ding schicke, kriegen das alle. Finde ich fair. Dann hätten wir jetzt genau für alle eine Wii und eine... Nee. Hier, gar nicht erst im Chat damit anfangen. Zeig uns mal dein Spiel. Ja, das wollte ich ja jetzt machen. Ich muss aber beim Chat auch reagieren. So wie ihr hier die Tasten haut. Ich weiß gar nicht, wo ich als nächstes überhaupt hin muss. Also, wir sind jetzt gerade angekommen. Wir versuchen immer irgendwie Infos über Drachen zu finden. Weil der Typ, mit dem wir abhängen, wir nennen ihn auch Daddy, kriegt dafür irgendwie Geld. Und das ist im Moment so der Plot. Ignoriert's einfach. Kennt die von mir? Nein, das finde ich doof. Du ignorierst doch nie, weil du bist der absolut krasseste, was, finde ich, mit Chat angeht. Hier bist du immer richtig. So, eine Wii U kostet nur Platz in der Wohnung. Wie geht's dir? Meinst du mich? Mir geht's sehr gut. Ich bin jetzt gerade sehr gut gelaunt. Ist der Walker auch schon wieder da? Haha, Mac-Mondel. Ja? Also ich muss sagen, ich habe die Wii U sehr selten benutzt. Da habe ich gedacht, steht sie bei dir doch besser. Du wolltest ja auch was damit machen. Und ich benutze halt eigentlich immer die Switch. Wenn mal, da habe ich gedacht. Aber über das andere wird hier im Chat nicht geredet, Leute. Das wissen meine Zuschauer noch nicht. Das wissen sie noch nicht. Okay, wie habe ich die... Oh, ne, die habe ich... Oh, ich weiß ganz genau, wie ich die gesprochen habe, ey. Ich müsste mir mal über Sachen vorher Gedanken machen. Oh, what's the matter? Those cards look fun. Oh, you like cards? Yay, their fronts and backs are both really pretty. Haha, I see. Then let me show you a little trick. Oh! I have four randomly drawn jacks, queens and kings. Pick any card you like. Oh, but don't tell me. Just pick one and remember it. I pick one! Right then. I flip them and collect them. Then I cast my spell and... Do you see the card you choose here? And don't lie to me. Let's see. It's gone! Then I succeeded. Huh? How? Did you know what I was thinking? It's a simple magic trick. Jacks, queens and kings are detailed, but hard to tell apart. Most people will only look at the design and the suit, so I switched them out entirely. Whichever card you pick, it's completely different, so your chosen card vanishes. Was? Sie erzählt den Trick? Was ist das hier für ein Spiel? Ganz ehrlich. So. Keine Sorge, bin im Lurk. Okay, vielen Spaß, Dankeschön für den Lurk Day Worker. Ja, dich. Sexy Voice. Oh, geht ab. Perfekt. Hey. Dankeschön für das Kompliment. Sie braucht nicht mal Stimmenänderungen wie Eule. Richtig, kann sie jetzt aber auch. Aber meine Senderstimmen sind doch alle so gut. Tomate, mach mal eine männliche Stimme. Ich kann keine männliche Stimme. Ich kann aber eine ganz tiefe Stimme. Die kann ich aber nur immer für 3 Sekunden. Ansonsten kippe ich um, weil es mir so schwindelig davon wird. Ich mach die mal kurz, weil ihr seid ja alle hierher gekommen. Muss jetzt ein bisschen was bieten. Hallo, meine lieben Freunde. Das ist die tiefste Stimme, die ich kann. Meine Männerstimme ist normalerweise... Tomate, ich bin deine Mutter. Nein, David Van Anderson. Warum sagst du mir das? Uff, nicht mehr sexy. Ich habe auch hier ein paar gruselige Stimmen im Hintergrund.
Die hier benutze ich immer bei kleinen, bösen Leuten. Nicht bei kleinen, bösen. Hallo, meine lieben Leute. Danke, dass ihr zu mir gekommen seid. Ich hoffe, ihr habt sehr viel Spaß. So. Und sowas benutze ich auch ab und zu mehr, wenn ich so eine gruselige Stimme... Würde gern mit Tomato mit einer weiblichen Stimme hören. Wie, was? Ich habe keine weibliche Stimme. Ich habe eine sauweibliche Stimme. Ja, natürlich benutze ich die, wenn ich mich das synchronisiere. Wenn wir gucken uns immer den Stream von ihm an und ich synchronisiere dann einfach schlecht drüber während meines Streams. Das mache ich ab und zu einfach mal ganz gern. Ich habe eine mega gute Mickey-Maus-Stimme drauf. Leider sehen das meine Freunde anders. Also ich kann relativ gut Kinder stimmen. Das kann ich eigentlich am besten. Wow, could I do that too? Yes, you out at least learn the switch hour technique. Smart people will notice right away though. Oh ha, then Hell would probably get it real quick. Oh man, I wanted to leave him speechless. Don't look so down, here, take these. Oh thanks, ha, don't mention it. Die andere wird noch schlimmer, die sprechen muss. Gleich wieder da, sehr schön. Haha, passt doch perfekt zu Micha, die Stimme. Mitch könnte auch recht gute Kinderstimmen machen, ne? Also ich kann vor allem natürlich weibliche Kinderstimmen ganz gut und ich kann ziemlich gut Psycho-Stimmen. Aber das sind so meine zwei Kompetenzen. Psycho-Stimmen und weibliche Kinderstimmen. Das sind so meine zwei Sachen. Und jetzt kommt meine männliche Stimme und die ist nicht mehr gut. Das ist einfach eine Frauenstimme. Hey, Missy, wanna play with me? Play? What we're playing? You see, besides serving drinks, I do tricks here. Wanna see me practice? Tricks? What are these? Playing cards with just a deck of these. You can play all sorts of games. Wow, it's got different pictures on each, pretty. Haha, never seen anybody get so enthused over cards. Now pick one, anyone, just don't show it to me. And hey, write your name on it with this pen. Got it! Written! Good, keep it face down and put it in the pile. Atta girl, now I'll shuffle. Oh, süß, süß. Whoa, speedy! Tell me to stop anytime. Stop! Alrighty, so little miss, isn't this your card? That's the one! Success! Success! Wow, wow, good job! Haha, it makes me smile to see you so glad about it. Oh, hey, Missy, what's your name? Athena! Then you spelled it wrong. Should be Athena. You wrote Athana. Oh, I thought I got it right! Just a little off. You get it next time. Yeah! Alright, I'll let you have this face of hearts, my dear Athena. That pen you used was erasable. Just rub it a little and I'd come off. Yay, thanks, Mr. Lucas. Hey, Mr. Lucas, are those stitchy scars from injuries? They're for style, got real ones though, too. So, muss mal gucken hier. Ein bisschen hinterher wieder mit dem Chat. So. Mitch kann gute Männerstimmen machen. Psycho-Stimme, also bist du der Sprecher von Zor. Na, nicht ganz. Badetime, viel Spaß hier sind und beim Baden. Bis zum Party, Dankeschön. Ich kann dich bestimmt Felix nennen, oder? So unter uns, das 187B kann ich bestimmt weglassen, oder, Felix? Sie möchte definitiv ein Spiel spielen, David Anderson. Ich will immer ein Spiel spielen. Skycrack, so würde auch schauen, wenn ich Koffer voller 200 Euro bekommen würde. Alter, ich würde auch so... Ich heiße Vanessa. Okay, dann Vanessa. Dann Vanessa, Felix. Felix, Vanessa. Vanessa. Warum dann Felix? Das hatte ich der Micha bestimmt auch schon gefragt, aber ich war wahrscheinlich entweder nicht dabei oder hab's nicht alles. Ja, 187B Felix, deswegen tut mir leid, Vanessa. Tut mir leid, ich merke mir das. Ich schreibe mir das nicht gerade auf, damit ich es nicht mehr vergesse. Das würde ich niemals tun, weil ich auch gar nicht vergesslich bin. Ich kann mir alles sehr gut merken. Felix ist Künstlername, auch cool. Micha war auch irritiert, er war davon aus, dass sie männlich ist. Okay, Vanessa, ich hab's mir nicht aufgeschrieben. Ich hab's mir nicht aufgeschrieben. Oh, they're for style. Got real ones too, though. Oh, so how is he stylish too? Is it trendy? Huh, he's got scars too. Yeah, he's got stitches around his belly button.
Huh? Where do you get hurt? Do get real scars, Mr. Lucas? Oh, my girlfriend stabbed me. I tell ya, she acts so graceful, but she's got me on lockdown. Can't go chat with another woman. Don't grow up to be that kind of girl, Athena. I don't really get it, but got it. Gonna be night soon, customers coming. I recommend staying in your room when they're here, not wandering around. Okay. Alright, see ya. Dann gehen wir mal nochmal zurück zu unserem Papa. Oh, eine Lüge. Ha, a lie, who's? Aber sie hat Hunger. Like I care, I'm hungry, so I gotta fill my tummy. Hat das Gefühl, dass es das Sheep. I don't. Wir haben leider schon eine Bitte, was sein Girlfriend hat, die der Stochen. Natürlich, der ist total der Casanova. Wir haben, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich vergessen. I hear a bunch of chattering. People's coming, I guess. Now what? I go back to Papa for now. Jetzt geht's back to Papa. Zum Beispiel heute. Ich glaube, die Lügen sind von dem kleinen Jungen, den wir gerade eben gesehen haben, weil die so ein bisschen aussehen wie Schafe. Solche Sachen sind zu erwarten. Dieses Gespräch erinnert mich sehr an DisJ. Solche Sachen sind zu erwarten bei solch einem Künstlernamen. Mein Künstlername ist Schock. Was erwartet man da? Elektrische Schläge, Stromschock. Wurde noch nie vom Strom geschockt. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Habt ihr schon mal einen Stromschlag gekriegt? Ich noch nie. Ich war auch nie einer dieser Helden, die an einen Stromzaun gefasst hat. Habe ich also noch nie gemacht. Letztes Mal wäre ich beinahe reingefallen. Das haben wahrscheinlich ein paar mitgekriegt, aber noch nie reingegriffen. Weiß ich, dass ihr darf. Valkyria Official ist echt eine gute Stimme verstellen. Sie spielt Otome, aber auch DVD, IC und einiges mehr. Ah, ja, natürlich darfst du das sagen. Gar kein Problem. Ist interessant. Disgaea ist schon ein Spiel, gell? Disgaea. 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 Ich bin ganz schlecht im Sachen richtig vorlesen. Was ist das denn für ein Spiel? Nein, habe ich nicht. Ich habe das nicht als nötig erachtet. Nur Elektrozaun in einer Menschenkette angefasst und geguckt, wie weit der Strom geht. Ja, habe meinen Stromschaum aufgefasst auf der Farm von der Mom meines besten Freundes. War nicht so geil. Ich frage mich halt immer, wie sich das anfühlt. Ich bin da vielleicht ein bisschen zu neugierig. Der Tanz mit dem Stromschlag. It's time. I'm off to work. What should I do? Hell, if I know, well, I guess it's pretty late. If you got nothing to do, just go to bed. Sleep. Okay. And don't accidentally lock the door to the room. I don't wanna have to sleep in the hallway. Das heißt, wir können jetzt schlafen? No. I'm sleepy. Should I just go to bed? Wir können auch einfach rumlaufen. Schmerzhaft. Gibt einen Typen, der 7-mal vom Blitz getroffen wurde und überlebt. Allerdings hat er sich irgendwann das Leben genommen. Ganz ehrlich, wenn man aber auch 7-mal vom Blitz getroffen wurde, irgendwann hat sich da oben aber auch alle Synapsen dann zusammen verkohlt. Schickt dir mal einen Trailer im Discord. Dankeschön! Schmerzhaft. War aber lustig. Wie, jetzt war jetzt lustig, dass du den Zaun angefasst hast? Aber mein kleiner Bruder hat mal einen Strumpf rausgepinkelt. Das hat mir ein bisschen leid. Oh, das klingt aber auch gar nicht. Das klingt gar nicht schön. No, I gotta have fun. Girl, just wanna have fun. Oh, girl, just wanna have fun. So, wir gehen mal gucken, ob wir überhaupt irgendjemanden finden. Hier sind aber viele Leute unterwegs. How do they do these tricks? It's such a mystery. Ich frag mich, ob wir hätten auch nett sein können. I don't have a girlfriend. Aha, wir wissen direkt, von wem die Lüge ist, ne? Wir haben uns das Spiel ein bisschen versaut. Also, was heißt versaut? Ich finde es voll okay. So, weil... Oh, she's so pretty. But she's got a kid with her. You think she's married? Weil man in diesem Spiel am Anfang eine legendary Waffe finden kann, die einem das Spiel einfach super easy macht. Und natürlich habe ich die eingesackt, weil ich halt einfach ein kleiner Schlingel bin. Das ist doch einfach nur dumm, oder war das ein Versehen? Skyward Crack, der ist ein bisschen dumm. Ist der jetzt dumm oder ist der nach dem Stromschlag erst dumm geworden? Da muss man auch gucken, ne? Mein schlimmster Stromschlag hatte ich als Kleinkind. Da bin ich versehentlich an einen Elektrozaun von einem
Puma-Gehege. Ich bin ohne Übertreibung fast einen Meter gesprungen. Ich dachte, der Blitz hätte eingeschlagen. Schmerzen hatte ich, glaube ich, keine, aber einen riesigen blauen Fleck. Oh mein Gott, das klingt richtig heftig. Das klingt wie so ein Anime-Moment. Das ist einfach so der Schock. Der Strom schlagt dich einfach so einen Meter weit als Kind wegtreibt. Ich habe gestern ein ganz lustiges Video gesehen. Da ist so ein... ist so klassische Musik gekommen und ein Kind ist so an der Schaukel vorbeigelaufen. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch kennt. Und dann ist es gelaufen, die Schaukel hat es beim ersten Mal nicht getroffen, beim zweiten Mal nicht getroffen und dann ist das Kind so total theatralisch geflogen beim Finale des Songs. Das war schon ziemlich geil. Wow, nee, der war vorher schon ein bisschen dämlich. Ich bin auch ein bisschen dämlich. Manchmal bin ich auch... Ich hab bestimmt als Kind auch ein auch Strom, irgendwas Strommäßiges angefasst. Weiß es nur jetzt einfach nicht mehr. Meine Stromschläge verpasse ich mir selber. Ich hab das... Kannst du dich selber anfassen und dann einfach... Du stehst also unter Stromschock. So ist das. Oh mein Gott, es ist hier voll. I'm not drunk. Die Lüge hat doch jeder schon mal im Leben gesagt. Der Alkohol trinkt. Puma-Gehege, oh je, da ist der Strom etwas stärker als normal. Ja, glaube ich auch. Come on, man. Wir kriegen hier voll viele Achievements. Hey, Abby, what do you need? I wanna play. Hey, I wanna see you to the god thing, the one you did before. Oh, I'm a little busy here. Alright, I know. Look at my fingers. All stitchy. You got it. Now if I just do this. What? Da-da, my thumb separated from my left hand. Wow, how do you do that? Again, do it again. Haha, obviously, I can only do this once. What? Cheer up, with this I won't ask for money. Yay, thanks. Can't believe she didn't notice my thumbs are different colors on each hand.